Hello, hello. German Angst. Was ist German Angst? German Angst ist ein Begriff, der eher im Internationalen gebraucht wird. Also die Deutschen reden jetzt nicht so wahnsinnig oft über German Angst. Man hat zum Beispiel davon gesprochen, als Fukushima das Atomkraftwerk hochgegangen ist und dann Deutschland darauf reagiert hat. Oder auch während der Corona-Pandemie hat man viel von German Angst gesprochen, wenn internationale Berichterstatter über die Reaktion von Deutschland berichtet haben. Und ich habe hier eine Definition gefunden, die, glaube ich, ganz gut passt. Unter German Angst verstehen wir eine Mischung aus Mutlosigkeit, Zögerlichkeit gepaart mit Zukunftsängsten und einem extremen Sicherheitsbedürfnis. Man könnte das Ganze auch gut in einem einzigen Bild zusammenfassen und das wäre dann, glaube ich, das hier. Wer mit dem Bild nichts anfangen kann, das ist Markus Turm. Er hat mir auch ausdrücklich die Erlaubnis gegeben, das Foto von ihm hier zu veröffentlichen. Es ist natürlich die Frage, was hat das Ganze mit Bitcoin zu tun? Ja, also was hat German Angst mit Bitcoin zu tun? Und ich habe vor ein paar Wochen mal eine Umfrage auf Twitter gemacht, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren wieder einen Bitcoin-Fork haben. Und ich wollte einfach mal ganz generell wissen, ob das die Leute eher gut oder schlecht finden. Also noch überhaupt keine Wertung im Sinne von, um welchen Fork geht es oder was wird genau gemacht, sondern einfach nur darum, ob die Leute es gut finden oder schlecht finden, wenn sich Bitcoin irgendwann mal wieder verändern würde. Und die meisten Leute, und ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute, die mir auf Twitter folgen, dass das eben deutschsprachige Audience ist, die meisten finden es eben gar nicht gut. Und ich habe das schon auch in der Bitcoin-Community so festgestellt, dass vor allem in der deutschen Community oft eine extreme Aversion herrscht gegenüber neuen Dingen. Also das ist was ganz was Schlimmes, das mag der Deutsche nicht, wenn irgendwas neu ist. Und haben wir auch schön hier gesehen. Und ich kann aber nur eins sagen, also Bitcoin hat sich immer verändert über die Zeit. Und wenn man Bitcoin nie wieder verändert, dann wäre das wahrscheinlich die größte Veränderung, die Bitcoin je erfahren hat. Also so viel nur mit dazu. Aber ich möchte heute auch über ein Thema sprechen, wo ich die German Angst selbst ziemlich gespürt habe. Und zwar über ein Thema, das Bitcoin dieses Jahr wahrscheinlich so beschäftigt hat wie kein anderes Thema. Und das Bitcoin auch wahrscheinlich noch nachhaltig weiter beschäftigen wird und prägen wird. Und das ist das gute alte O-Wort, Ordinals. Ja. Und darum soll es heute gehen. Und ich will mir diesen Chart hier zeigen. Momentan ist es so, dass ungefähr die Hälfte aller Bitcoin-Transaktionen sind Ordinals. Tendenz momentan noch steigend. Es kann natürlich sein, dass das auch wieder zurückgeht. Aber momentan ist es eben so. Und es ist, glaube ich, eben ein guter Zeitpunkt, um sich mit dem Ganzen mehr auseinanderzusetzen, weil man kann natürlich den Kopf in den Sand stecken und German Angst haben und sagen, nein, das soll wieder weggehen und ich will das nicht und bäh. Aber das wird nicht passieren, allein schon deswegen nicht, weil die Ordinals unglaublich viele Gebühren für die Miner erzeugen und deswegen werden die Miner alles dafür tun, dass das Thema bleibt und dass das weiterhin hier ist. Und ich denke, man sollte bei so Dingen eher versuchen, sich irgendwie an der Diskussion zu beteiligen, weil dann hat man auch die Möglichkeit, das Ganze vielleicht irgendwie zu verändern, als wie, dass man es einfach nur ablehnt. Ich habe in den USA einen Büroraum gesehen, in einem Büro von einer Bitcoin-Firma. Die haben dort verschiedene Büroräume und ein Büroraum hatte eben den Namen Ordinal, ein anderer hieß Taproot, ein anderer hieß Helfini und da hat es mir dann auch als Deutscher so richtig die Nackenhaare aufgestellt, so, ihr könnt doch nicht den Büroraum so nennen, ihr wisst ja gar nicht, ob das was Langlebiges ist, das geht doch nicht. Aber letztendlich, am besten ist es bei Bitcoin, wenn Bitcoin irgendwelche Neuerungen hat, wenn man immer mit zwei Fragen an das Ganze rangeht. Erstens mal, gefährdet es die Dezentralität von Bitcoin? Und wenn man die Frage mit Nein beantworten kann, dann kann man sich fragen, ist es gut für Bitcoin? Wenn was die Dezentralität von Bitcoin gefährdet, dann ist es meiner Meinung nach auch automatisch schlecht für Bitcoin, aber nur weil irgendwas die Dezentralität von Bitcoin nicht gefährdet, heißt es nicht automatisch, dass es gut für Bitcoin ist. Also wenn wir jetzt irgendwie nur noch mit Schweröl meinen würden zum Beispiel, dann wird das wahrscheinlich nicht die Dezentralität von Bitcoin gefährden, aber es wäre wahrscheinlich nicht gut für Bitcoin, weil wir jede Menge negative Presse kriegen würden. Bevor wir dann diese Fragen beantworten, will ich mal kurz einfach mal zum Verstehen geben, was Ordinals eigentlich sind. Und zwar sind Ordinals ein Weg, um Daten auf der Bitcoin-Blockchain effizient zu speichern und auch noch die Möglichkeit, diese Daten nachzuverfolgen, also wer die Daten besitzt, und auch den Besitz dieser Daten zu übertragen. Und
der Erste, der im Prinzip so etwas Ähnliches gemacht hat, war Satoshi selbst, indem er diesen einen Satz in die Bitcoin-Blockchain reingeschrieben hat. Und Satoshi hat quasi damit schon zum Ausdruck gebracht, dass er verstanden hat, dass Bitcoin nicht nur unveränderliches Geld ist, sondern auch letztendlich unveränderlicher Speicherplatz, weil das Ding wird, solange es Bitcoin gibt, wird dieser Satz in der Bitcoin-Blockchain drinstehen. Er hat sogar Bitcoin als Speicher benutzt, bevor er Bitcoin als Geld benutzt hat, weil er hat diesen Satz reingeschrieben, bevor er die erste Transaktion gemacht hat. Also eigentlich war Bitcoin Speicher, bevor es zu Geld wurde. Das Problem ist nur, so wie es Satoshi gemacht hat, gibt es keine Möglichkeit, diese Daten zu übertragen, weil er hat diese Daten in den Bitcoin-Block eben reingeschrieben und du kannst nicht in den Bitcoin-Block jemand anderem geben, das geht ja nicht. Also ist das nicht wirklich eine effiziente Anwendung für Bitcoin als Speicher. Über die Jahre haben dann Leute die verschiedensten Dinge versucht, um das Problem zu lösen, dass man auch die Daten, also den Besitz, die Ownership von diesen Daten übertragen kann, 2012 mit Colored Coins oder auch 2014 mit Counterparty, und die haben das auch gelöst, das Problem. Das Problem war nur, dass mit diesen Lösungen der Speicherplatz extrem limitiert ist. Man kann hier nur 80 Bytes speichern und die deutsche Sprache hat ein Wort, das ist länger als 80 Bytes, dieses Donauschifffahrtskapitäns Kajüten Dingsdibumsdi. Also es ist auch nicht wirklich zielführend. Leute haben es dann mit ganz anderen Dingen versucht, die haben dann eigene Chains kreiert, um dieses Problem zu lösen. Die haben dann auch beide Probleme gelöst, also sowohl dieses Problem, dass sie die Daten, den Besitz über diese Daten übertragen können, als auch das Problem, dass sie größere Datenmengen speichern können. Das Problem hier ist wieder, dass sie es fundamental komplett falsch gemacht haben, weil die Daten auf irgendwelche Server gespeichert haben. Und auf der Blockchain ist nur quasi ein Zeiger, der zu dem Server hinzeigt, aber natürlich können die Daten, die auf den Servern gespeichert sind, die kann einfach jeder löschen oder verändern oder was auch immer. Also es ist auch nicht wirklich zielführend. Und vielleicht hat der ein oder andere das mal mitbekommen, aber es gibt Leute, die haben in 2020, 2021 NFTs auf Ethereum oder Solana für hunderttausende Dollar gekauft und die NFTs sind jetzt weg, weil einfach die Server abgeschaltet worden sind. Also das war auch nicht wirklich zielführend. Nach 14 Jahren Try and Error gibt es jetzt die Lösung für das Problem, und das sind eben Ordinals, und Ordinals funktionieren quasi, indem man zwei Technologien kombiniert. Das sind zum einen Inscriptions. Inscriptions sind quasi, ist quasi diese Methode, um Daten auf der Bitcoin-Blockchain zu speichern. Man kann Daten bis zu 4 Megabyte speichern, Bilder, Audio-Files, Text-Files, egal was. Das Ganze wird dann in eine Bitcoin-Transaktion hineingepackt und die Bitcoin-Transaktion geht dann zur Bitcoin-Blockchain und dort bleibt das Ding dann für immer, beziehungsweise solange es Bitcoin gibt, solange irgendjemand einen Node laufen lässt, also auch wenn ein Atomkrieg ausbricht oder sonst irgendwas. Und das andere ist eben Ordinal Theory, das ist quasi ein Weg, um die Ownership, den Besitz dieser Daten zu tracken, aber auch eben um diese Daten transferieren zu können, die Ownership. Genau, jetzt kommen wir eben zu der Frage, gefährden Ordinals die Dezentralität von Bitcoin? Wir können ja anfangen mit den Bitcoin Full Nodes. Ich habe hier mit einem roten Balken markiert, wo Ordinals aufgetaucht sind. Und man sieht, dass nachdem Ordinals gekommen sind, ist die Anzahl der Fullnodes nach oben gegangen. Warum ist das so? Um ein Ordinal zu kreieren, muss ich einen Bitcoin-Fullnode laufen. Und ich habe das selbst mitbekommen, als Ordinals aufgetaucht sind, gab es extrem viele Leute, die von anderen Chains gekommen sind und gefragt haben, ja, wie setze ich eigentlich einen Bitcoin-Fullnode auf? Ich brauche jetzt so einen Fullnode schnell, ich will so ein Ordinal erstellen. Und dementsprechend ist dann die Anzahl der Fullnodes relativ stark nach oben gegangen. Wir können weitergehen zur Taproot Adoption. Hier ist auch wieder eingezeichnet, wo Ordinals aufgetaucht sind. Man sieht, vor den Ordinals hat eigentlich so gut wie niemand Taproot benutzt. Mittlerweile benutzen extrem viele Leute Taproot, weil um ein Ordinal zu erstellen, muss ich eine Taproot-Transaktion machen. Das ist also auch eigentlich relativ selbsterklärend. Das gleiche gilt für SegWit. Durch das, dass mittlerweile 50% aller Transaktionen Ordinal-Transaktionen sind, sind natürlich auch die Transaktionsgebühren von Bitcoin selbst hochgegangen. Und man sieht, dass eigentlich seit 2022, das ist, ich weiß nicht, habe ich einen Pointer, das sieht man fast nicht, das wäre quasi hier so, ist eigentlich in der Taproot-Adoption nicht mehr viel passiert, weil viele Exchanges keine Notwendigkeit sehen, irgendwie Taproot zu SegWit zu implementieren. Aber nach den Ordinals ist natürlich auch die SegWit-Adoption stark nach oben gegangen, weil man sich eben Transaktionsgebühren sparen will. Ich glaube, eine der Hauptkritikpunkte, die ich öfters gehört habe, wenn es um Ordinals geht, ist, dass jetzt irgendwie Leute in Afrika es sich nicht mehr leisten können, eine Node zu betreiben. Ich persönlich bin der Meinung, dass das extremes Virtual Signaling ist, weil so eine Full Node kostet zwischen 200 und 300 Dollar und das Durchschnittseinkommen in Südamerika oder in Afrika in manchen Ländern ist auch 200 bis 300 Dollar und die Leute haben jetzt schon nicht die Möglichkeit,
sich eine Full Node zu leisten. Und man sieht es auch auf dieser Karte hier, hier sind die ganzen Bitcoin Full Nodes, die man quasi öffentlich einsehen kann, eingezeichnet. Und man sieht, dass es jetzt schon so ist, dass eigentlich in Afrika oder so nicht wirklich irgendjemand eine Node betreibt. Also ist meiner Meinung nach jetzt nicht so ein Argument gegen Ordinals. Und so haben wir quasi eben jetzt mehr Full Nodes, wir haben eine höhere Taproot Adoption, wir haben eine höhere Segwit Adoption. Und die Bitcoin-Blockchain wächst jetzt um 10 Gigabyte pro Jahr schneller, was meiner Meinung nach auch mit dem technischen Fortschritt nicht so das wahnsinnige Problem ist. Kommen wir zur zweiten Frage. Sind Ordinals gut für Bitcoin? Das Wichtigste natürlich immer, was ist mit dem Preis? Ja. Das ist hier ist der Dickbutt. Wer das Bild nicht kennt, das ist das Ordinal Nummer 1. Und das ist eben, ich glaube, am 14. Dezember 2022 rausgekommen und kann zumindest sagen, dass es für den Preis jetzt nicht wahnsinnig schlecht war oder so. Und es ist natürlich völlig klar, die ganzen Leute, die jetzt kommen von anderen Blockchains, die zum Beispiel auf Solana oder Ethereum irgendwie ihre NFTs hatten, die sind momentan viele dabei, die verkaufen bzw. verbrennen ihre NFTs und kommen rüber und machen das Ganze nochmal neu auf Bitcoin, weil es ihnen lieber ist, das quasi auf der Mutterchain zu haben. Und was müssen die Leute machen? Die müssen natürlich Bitcoin kaufen. Ja. Also um ein Ordinal zu erstellen, brauchst du Bitcoin. Dann für die Miner, für diese sind Ordinals wahrscheinlich das Beste, was ihnen passieren konnte. In den letzten 6 Monaten sind 55 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Fees entstanden, nur wegen den Ordinals. Ja, also egal, was ihr mit Mining macht, ihr müsst immer daran denken, Miner, die sind absolute Fans von Ordinals, vor allem, weil wir nächstes Jahr ein Halving haben. Das heißt, die verlieren 50% ihrer Einnahmen. Und Ordinals können natürlich da zumindest einen Teil davon kompensieren. Und 55 Millionen US-Dollar, nur mal, um einen Vergleich zu geben, das ist ein Drittel von der Kapazität vom Lightning-Netzwerk. Und Lightning hat 2,5 Jahre gebraucht, um 55 Millionen Dollar an Kapazität zu erreichen. Das haben Ordinals jetzt innerhalb von 6 Monaten geschafft. Und in dem Graph darunter sieht man auch, dass das Ganze jetzt nicht irgendwie ein Hype ist, der wieder weggeht. Die grünen Balken sind quasi, wie viele Ordinals täglich erstellt werden. Und man sieht, dass da immer von einem All-Time-High wieder zum nächsten All-Time-High geht. Ganz interessant sind auch, wie viele Transaktionen sind in einem Bitcoin-Block drin. Und hier sieht man auch wieder, seit Ordinals da sind, sind die Blöcke unfassbar voll. Und das Interessante ist, wenn man zum Beispiel die Zeit nach 2018, nach Beginn 2018 sich anschaut oder auch das ganze Jahr 2022, da waren die Blöcke nie voll. Also die waren eher leer. Und man kennt das eigentlich auch normalerweise in so Phasen wie jetzt, wo der Bitcoin-Preis eher seitwärts geht, wo nicht wirklich viel passiert. Die ganzen Influencer und YouTuber können das bestätigen. Wir haben momentan ein All-Time-Low an Interesse im Space, aber trotzdem sind die Blöcke alle rumpelvoll und die Gebühren sind hoch. Und das ist eben wegen Ordinals. Und das ist natürlich auch ein wahnsinniges, starkes Signal, das Bitcoin hier an die komplette Kryptoindustrie sendet. Hey, also auch wenn Interesse momentan keins da ist an Bitcoin, unsere Chain wird momentan genutzt wie noch nie zuvor. Man sieht es auch an unbestätigten Transaktionen, die im Mempool drin sind. Also es ist nicht mehr ansatzweise zu vergleichen mit 2018, als das Ganze schon mal voll war, oder auch im Bullrun 2021. Und da kommen wir dann schon zu einer meiner Meinung nach besten Auswirkungen von Ordinals, und zwar, wenn es um das Thema Lightning geht. Also meiner Meinung nach retten Ordinals Lightning gerade so ein bisschen den Arsch. Weil, wenn die Blöcke leer sind, dann ist es meistens günstiger, wenn du zum Beispiel einen Betrag mehr als 100 Dollar on-chain verschickst. Also wenn du ein Satoshi pro V-Byte hast, dann ist es in der Regel günstiger, wenn du das Ganze on-chain verschickst, als wenn du das Ganze über Lightning verschickst. Das hat natürlich zur Folge, dass absolut überhaupt niemand irgendwie eine Notwendigkeit sieht, Lightning zu benutzen. Vor allem, wenn ich jetzt irgendwie eine Exchange bin oder irgendwie einen größeren Betrag von A nach B schicken will, dann habe ich überhaupt keinen Grund, Lightning zu benutzen, weil es ist auch noch teurer. Und die ganzen Lightning-Firmen, zum Beispiel jetzt Lightning Labs oder Blockstream oder so, die sind ja auch alle extrem abhängig von Venture Capital. Das ist auch was, was in Deutschland vielleicht nicht so bekannt ist. Aber die müssen ja auch ihre Investoren irgendwie zufriedenstellen. Die Investoren wollen natürlich sehen, dass das, worin sie investiert haben, diese Protokolle und so, dass es auch wirklich benutzt wird. Und wenn es aber keinen Anreiz gibt, Lightning zu benutzen, weil es ja on-chain eh günstiger ist, dann ist es natürlich für die Firmen auch extrem schwierig, momentan irgendwie noch weiter Geld zu bekommen, weil die machen ja ansonsten keinerlei Umsatz. Die bauen ja alle an Open-Source-Protokollen, wo man jetzt nicht wirklich Geld mitverdient. Von dem her, ich bin momentan der Meinung, dass Ordinals gerade richtig gut für Lightning sind. Und ansonsten sieht es ja fürs Lightning-Netzwerk nicht so gut aus, wenn man jetzt zum Beispiel die Kapazität und die Channels sich anschaut. Es ist momentan alles andere als irgendwie Number go up, die Channels gehen nach unten, die Kapazität geht auch nach unten. Würde eigentlich nicht gut ausschauen, aber
durch das, dass eben momentan die Transaktionsgebühren so hoch sind, wird Lightning momentan genutzt wie noch nie zuvor. Man sieht zum Beispiel hier von River Financial, die haben momentan so viele Transaktionen auf ihrem Lightning Node, wie sie noch nie zuvor hatten. Dasselbe gilt zum Beispiel auch für Albi, die Browser-Extension, auch die haben momentan ein absolutes All-Time-High. Nächstes Thema, wir haben über Jahre versucht, große Exchanges dazu zu bewegen, Lightning zu integrieren. Es ist absolut überhaupt nichts passiert, weil wieso sollten sie es auch machen? Das kostet dir einen Haufen Geld, die müssen da Ingenieure hinsetzen. Lightning ist schon auch ein bisschen kompliziert zu implementieren. Und jetzt haben wir 6 Monate Ordinals und siehe da, Binance hat Lightning bereits implementiert. Coinbase hat announced, dass sie es implementieren wollen. Also so viel zum Thema Lightning. Dann hat Bitcoin jetzt auch einen komplett neuen Use Case, weil es ist jetzt plötzlich eben nicht mehr nur fälschungssicheres Geld, es ist auch ein fälschungssicherer Speicher plötzlich. Zum Beispiel ist es interessant, da gibt es bereits, also ich liste hier nur Dinge auf, wo bereits Leute daran arbeiten. Wie gesagt, wir haben erst seit 6 Monaten diese Technologie, es ist dementsprechend noch relativ neu, aber zum Beispiel, wenn es um generationenübergreifende Informationen geht, wo man auch sagt, hey, das ist wichtig, dass auch in 500 Jahren diese Information noch da ist, dann könnte man zum Beispiel Bitcoin dafür nutzen. Zum Beispiel, wenn man irgendjemandem sagen will, hey, hier an diesen Orten sind Atommüllendlager. Auch zukünftige Generationen sollen das wissen, auch wenn es einen Atomkrieg mal gegeben hat oder eine riesige Naturkatastrophe, ist es wichtig, dass diese Information noch da ist. Das gleiche gilt für Weltkulturerbe. Ich habe irgendwie vor 2 Tagen gelesen, dass irgendwie die Regierung von Bali anfängt, gewisse wichtige Texte von ihrer Kultur auf die Bitcoin-Blockchain zu schreiben. Dasselbe gilt auch für wichtige Verträge, wenn du zum Beispiel irgendwie einen Mietvertrag hast, der irgendwie über 99 Jahre gültig ist, dann willst du auch in 99 Jahren dir sicher sein, dass dieser Vertrag noch irgendwo ist, wo er jeder erreichen kann. Dann gibt es mittlerweile auch sogenannte verschlüsselte Ordinals. Das sind Ordinals, die kann man quasi mit einem Passwort verschlüsseln und nur derjenige, dem du Zugriffsrechte gibst, kann diese Daten sehen. Wir haben da schon so ein Experiment gemacht, in dem wir zum Beispiel einen Bitcoin-Key in so ein Ordinal reingepackt haben und nur wenn du das richtige Passwort eingibst, dann hast du die 12 Wörter gesehen und es hat niemand geschafft, das zu knacken. Also es ist schon relativ sicher, man kann dann quasi für wirklich wichtige Informationen dort ein Backup machen. Das gleiche gilt für Proof-of-Existence-Dinge. Ich weiß nicht, wer zum Beispiel Open-Timestamps kennt, das Ganze geht in die Richtung. Und auch Out-of-Band-Verification, zum Beispiel wenn ihr eine neue Bitcoin-Full-Node aufsetzt, dann könnt ihr quasi, kann die Bitcoin-Full-Node in Zukunft in der Blockchain selbst nachsehen, welchen Peers sie vertrauen kann, weil man die dort einfach eintragen kann. Nächstes Thema. Wann immer man jemanden, also wenn irgendein Goldbug zu dir kommt und sagt, ja Bitcoin ist nur ein Schneeballsystem, dann kannst du ja auch immer sagen, ja dann wäre Gold ja eigentlich auch ein Schneeballsystem, dann kommt aber immer das Gegenargument, nein, Gold wird auch in der Industrie verwendet. Ja, herzlichen Glückwunsch, weil das Gleiche können wir jetzt mittlerweile auch sagen. Indem du eben Bitcoin brauchst, um Ordinals zu erstellen können, weil du eben quasi Bitcoin brauchst, um quasi diesen Speicherplatz nutzen zu können, ist es jetzt eben auch so, dass Bitcoin kein Schneeballsystem von dem Sinn her sein kann, weil du es mittlerweile jetzt dann auch in der Industrie brauchst. So, kommen wir zum Ende, kommen wir zum Fazit. Und zwar möchte ich mal ganz ehrlich fragen, was haben Ordinals eigentlich jemals für Bitcoin getan? Ja? Gut, sie haben Taproot und Segwit Adoption vorangetrieben, aber abgesehen davon, was haben sie jemals getan? Gut, es gibt mehr Bitcoin Full Nodes. Gut, es gibt auch mehr Lightning Nodes, aber was haben sie wirklich jemals für Bitcoin getan? Gut, wir haben mehr Gebühren für die Miner. Gut, sie haben auch geschafft, dass große Börsen jetzt Lightning integrieren, aber abgesehen davon, was haben Ordinals jemals für Bitcoin getan? Ja, Bitcoin ist jetzt auch ein zäsurresistenter Speicher, gut, aber abgesehen davon, was haben Sie jemals für Bitcoin getan? Gut, es kommen jetzt auch neue Nutzer von anderen Blockchains zu uns rüber, aber abgesehen von Taproot und Segwit Adoption, von mehr Bitcoin Full Nodes, von höherer Lightning-Nutzung, von mehr Gebühren für die Miner, abgesehen davon, dass jetzt Börsen Lightning integrieren, abgesehen davon, dass Bitcoin jetzt einen komplett neuen Use Case hat und abgesehen davon, dass jetzt halt viel mehr neue Nutzer zu Bitcoin reinkommen, muss ich ganz ehrlich sagen, Ordinals haben sonst rein gar nichts für Bitcoin getan. That's it. Danke.